Haggai Kapitel 2. Für mich fühlt es sich als einen guten Weg. Ich mag diese Art und Weise, die Bibel zu lesen. Ich mag es lieber langsam zu machen als schnell. Ich mag es so intensiv, das zu lesen, weil irgendwann mal wird das zu meinem. Und irgendwann mal wird es so, dass ich das weiß. Ich mache meine Augen zu und ich weiß links, was bei mir da steht. Ich weiß rechts, was bei mir da steht. Ich weiß, wo was angemalt ist, wo was steht, wie oft Herr der Herrscharin auf der Seite 2 steht, dass es blau bei mir angemalt ist. Das habe ich alles, weil man es schon so oft und so oft und so oft drüber gegangen ist. Irgendwann mal geht es in Fleisch und Blut über und ich hoffe so auch mit ins Denken und in das Verhalten. Ich hoffe, wie gesagt, dass es für euch genauso zum Gewinnen und dass ihr diesen Weg mit mir bereit auch weiterzugehen in diesem Buch. Wir sind Kapitel 2, die neue Perspektive für die Gemeinde. Und durch den Prophet wird das Volk Gottes, wird der Rest und die Verantwortlichen, die Leiter und die Führer der Gemeinde ermutigt und ausgerichtet, am Haus Gottes zu bauen, den Tempel Gottes weiterzubauen, der als Schatten, als Vorbild auf das viel Größere dient, der als Schatten und Vorbild auf das viel Größere eben vorschattet und erklärt, was noch kommt. Auf der Bibeltagen, die wir am Wochenende hatten, hatte ich immer wieder dieses Gespräch, auch mit einzelnen Brüdern und Schwestern, und warum es eben diese Vorläufe alles braucht, warum mussten sie an diesem zweiten Tempel bauen, obwohl Jesus oder Gott einen weit größeren ja verheißen hat, diese Dinge. Der Punkt ist der, und das will ich an dieser Stelle nochmal ganz kurz sagen, ich denke, das ist nicht unwichtig, dass wenn Gott von vornherein uns nicht Bilder wie des Tempels, des Hohepriesters, des Opfertieres und der ganzen Dinge uns vorher gegeben hat und das Volk darin hätte leben lassen und das alles erfahren lassen, hätten wir später keinen Bezug zu geistlichen Dingen. Das heißt, wenn Gott uns über geistliche Dinge zu uns reden würde, würden wir nicht verstehen, um was es da geht. Wenn es darum ginge, dass es ein Opfer braucht, woher wissen wir, was das bedeutet, wenn Gott uns eben nicht vorher vorbereitet und uns gelehrt hätte, was ein Opfer ist. Wenn Gott von einem neuen Haus, einem Tempel geredet hätte, in der Gott wohnt und seine Herrlichkeit und das ihn verherrlicht. Woher sollten wir wissen, was das bedeutet, wenn es vorher nicht ein Haus gebaut hätte auf dieser Erde, das als Schattenvorläufer dient und wir das Prinzip des Hauses verstanden hätten, das Prinzip des Tempels verstanden hätten, das Prinzip des Heiligen und Allerheiligsten verstanden hätten. Wenn es vorher diese Dinge nicht gäbe, wäre es von uns unmöglich, mit diesen Dingen umzugehen. So ist Gott ein herrlicher Pädagoge, ein großartiger Lehrer, der Wahnsinnsgegenstandslektionen uns gibt. Und das wird deutlich nicht nur am Buch Jonas, sondern an jedem Propheten und in der ganzen Alten Testament. Er gibt genügende Gelegenheit und genügende Zeit zu lernen und zu verstehen, seine Wege, seine Ratschlüsse zu begreifen. Es gibt keinen größeren Lehrer wie Gott. So, keinen besseren Pädagogen wie ihn. Das können wir im Buch im Hiob lesen. Dieses Zeugnis steht drin. Es gibt nur einen gigantisch großen Lehrer, das ist Gott. Und so dient das, was da geschieht, dieser Bau, auch wieder dieser Wiederaufbau der verfallenen Hütte Davids, Wiederaufbau des Tempels, dient dazu, dass wir Dinge verstehen und Dinge lernen, die Gott eigentlich noch vorhat und die noch kommen werden. So sind wir auch in diesem Abschnitt, in Kapitel 2, werden wir auf die Zukunft ausgerichtet. Wie? Das Volk wird ermutigt, indem Gott verheißt, er steht zu seinem Wort, das, was er in seinem Wort verheißt, wird sich erfüllen. Das ist die gigantische Verheißung, weil er dazu fähig ist, er ist der Herr der Herrscharen und er kann es vollbringen. Ihm ist das alles untertan, er kann es vollbringen. Was verheißt er? Gott wird etwas Großartiges tun. Gott wird durch seinen Geist etwas wirken, was alles übersteigt, was die Vorstellung der damaligen kleinen Schar, die zurückgekehrt sind und mit diesem kleinen Bau beschäftigt waren, übersteigt. Das, was Gott durch seinen Geist in seinem Wort verheißt, wird weit größer sein als das, was sie gerade sehen. Und diese Perspektive auf das, was größer sein wird und auf die Verheißung, was Gott tun wird und dieses Versprechen, dass er durch seinen Geist es vollbringen wird, das ist das, was Hoffnung und Glauben stärken und ausrichtet, in diesen Dingen zu überleben und in diesen Dingen auszuharren. Und Gott verheißt was? Ab Vers 6 beschäftigen wir uns, Kapitel 2, ab Vers 6, dass er etwas tun wird. Es wird eine Umwälzung geben, es wird eine Veränderung geben, es wird ein Erschüttern geben des ganzen Kosmos, der ganzen Menschheit, der ganzen Nationen. Und diese Veränderung, diese Umstürzung, dieses Erschüttern wird eine Folge haben. Nämlich, dass alle Nationen kommen werden und an diesem Projekt Gottes, an dem Haus Gottes bauen werden.
Warum ist das so wichtig? Denn vorher, bis zu diesem Zeitpunkt, waren die Nationen gegen das Haus Gottes. Die waren gegen das Volk Gottes. Und sobald das Volk Gottes den Auftrag nahm, haben sie dagegen gearbeitet. Es bestand zwischen dem Volk Gottes und den Nationen Freundschaft, Feindschaft. So, da ist Feindschaft. Und sobald sie anfingen, fingen die Samariter erstmal an und dann auch der Rest. Und dann wurden auch politisch, auf der politischen Ebene, der König der damaligen Welt, die Assyrer, hineingezogen und ein Verbot erlassen, an diesem Haus zu bauen. Gott verspricht und sagt, es wird eine Umstürzung geben. Ich will das so formulieren, es wird eine Änderung, eine Gesetzesmäßigkeit, die Änderung einer Gesetzesmäßigkeit wird geben. Gott wird etwas Neues machen. Und dieses Neues wird alle Kostbarkeiten aus den Nationen herbringen. Und dieses Haus, verspricht, wird herrlich sein. Er wird dieses Haus mit Herrlichkeit füllen. Und dann verspricht er, mein ist das Silber, mein ist das Gold. Und dieses Silber und Gold, das sind die Kostbarkeiten aus den Nationen. Und die Kostbarkeiten aus allen Nationen. Und ich denke mittlerweile, ich hoffe so sehr, dass ihr das mit mir seht, geht es nicht um buchstäbliche Silber und Gold, sondern geht um diese einzelnen kostbaren Steine. Das geht um Menschen, um die Kinder Gottes, die kostbaren Kinder Gottes aus den Nationen. All das, was ich jetzt sage, sage ich nicht ohne Grund, als Wiederholung, weil wir sind ja in Jesaja, wir gucken das jetzt von Jesaja an, als Erinnerung, das, was wir gleich sehen werden, dass das schon längst eben verkündigt worden ist, dass Gott das schon längst bezeugt hat. Das heißt, was Hagar hier sagt, so komprimiert und so kompakt, ist nichts Neues. Er ermutigt sie und die sagen, das haben wir noch nie gehört. Gott sagt, ich habe das doch euch versprochen, als ich euch herausgeführt habe. Ich habe es euch doch schon lang versprochen, dass das so sein wird. Vertraut mir. Und es ist nicht nur der Ausspruch, sei mutig und stark. Auch das hat er versprochen. Ich werde mit dir sein. Darüber hinaus hat er große Dinge versprochen, die er tun wird. Und das ist in seinem Wort. Er hat das aufschreiben lassen als Zeuge, damit sie damals und wie wir heute die Hoffnung haben und die Zuversicht. So, Nationen werden kommen. Überlegt mal, Gott verheißt, Nationen werden am Haus Gottes bauen. Das ist aus deren Perspektive unmöglich. Das sind Feinde, Unheilige, Unreine. Nicht nur, dass sie das unmöglich ist von der politischen und Feindschaftslage, sondern auch vom Heiligkeitsstand. Wieso dürfen Nationen kommen, ein Haus bauen? Das ist nicht so, juhu, Nationen, ja, macht mit, schön, mehr Hilfe ist nicht schlecht. Wie sollen Unheilige an einem heiligen Ort arbeiten? Wie geht das? Wie sollen wir dieses Gold und Silber von ihnen annehmen? Die Verheißung ist weit größer und weit herrlicher. Und das sagt Gott, das Haus, das ich baue, die Verheißung über ein Haus, das ich euch gebe, wird weit größer sein. Schaut mal Vers 9. Und das ist jetzt wichtig. Dieser Vers sagt es, dass um was das jetzt hier geht, weit mehr ist als dieser irdische Tempel aus Steinen mit Händen gemacht. Vers 9. Größer wird die Herrlichkeit des zukünftigen Hauses sein als des früheren. Merkt ihr, um welches Haus es geht? Die Herrlichkeit des Zukünftigen wird höher sein als des Vergangenen. Und dazwischen steht der erbärmliche kleine Tempel, den Haggai und Joachim mit dem Rest des Volkes gerade baut. Das ist ja vor ihren Augen diese Kümmerlichkeit. Und Gott sagt, ich werde ein zukünftiges Haus bauen und das wird weit herrlicher sein. Nicht dieses Haus, das zurzeit Hagars gebaut worden ist. Nicht das wird so Herrlichkeit. Das zukünftige Haus wird herrlich sein. Herrlicher als das Haus Salomos, wie gesagt, das in aller Pracht dastand und die Königin von Saba dachte, wow, wer kann sowas nochmal bauen? Also das ist die Verheißung. Ich werde etwas bauen und die Herrlichkeit wird darin sein, es wird ein Ort des Friedens sein. Die Verheißung, ich werde einen Ort des Friedens schaffen. Einfach als Erinnerung für uns, nicht, dass ich das nicht schon mal gesagt habe. Und jetzt kommt der Punkt, oder das, was ich jetzt gerade mit euch mache, auch letztes Mal schon angefangen habe. Die Verheißung ist ja, ich habe es euch gesagt, haltet an dem Wort fest, ich habe es euch versprochen. Ja, wann hat es versprochen? Mindestens 200 Jahre vorher hat er durch den Propheten Jesaja all das schon gesagt, und zwar sehr detailliert, sehr genau. Das, was wir hier sehr komprimiert und oft nicht so einfach zu verstehen haben, weil es sehr komprimiert ist, hat Jesaja in 66 Kapitel entfaltet.
Allein wenn ich das so sage, denke ich, wow, die Erklärung von Hagar Kapitel 2, ab Verse 6 bis, und nicht nur ab da, aber gerade diese Stelle 6 bis 9, dafür hat Jesaja 66 Kapitel gebraucht, um diese gute Nachricht, das Evangelium da zu verkündigen. Ich bin heute Nachmittag nochmal, oder heute, nicht, nee, nicht heute Nachmittag, heute den ganzen Tag eigentlich, bin ich nochmal durch Jesaja. Ich dachte, oh Mann, mein Herz war voller Dankbarkeit, voller Anbetung. Und das, was ich letztes Mal gesagt habe, habe ich dann auch gedacht, oh Herr, lass diese Herrlichkeit uns sehen, auch heute Abend. Es ist, und auf der anderen Seite aber auch tiefe Betroffenheit, was da steht. Ich dachte, so klar steht's, so klar eigentlich. Und wir werden gleich diese Dinge sehen. Nochmal zum Verständnis, Hagai, das, was Hagai kurz sagt, die Verheißung, ich habe es euch versprochen, dass Nationen kommen und mein Haus bauen werden, das erklärt uns Jesaja. Und einer der besten Evangelisten, die es gibt, die haben viele, so, das ist gigantisch, was er da macht. Und ich möchte mit euch das wieder aufgreifen, wir haben ja letztes Mal schon mal reingeschaut in ich habe dann heute gedacht, oh Mann, das wäre jetzt cool, das ein bisschen im Jesaja zu bleiben. Aber egal, wo man hinkommt, das wäre gut, da zu bleiben. Hütten zu bauen und zu sagen, hier wollen wir nicht weg. Ist einfach herrlich. Ist einfach schön, diese Herrlichkeit zu sehen. Man will einfach nirgendwo anders mehr hingehen, als da zu bleiben. So, Jesaja, schlag mal mit mir Jesaja. Keine Verwirrung für die vielleicht heute zum ersten Mal da sind. Wir machen Hagai, auch wenn wir in Jesaja sind, und wir machen Hagai, auch wenn wir im Neuen Testament sind. Wir versuchen das Ganze von der ganzen Schrift zu verstehen. Ich hole euch wieder bei Jesaja ab. In Jesaja ist es sehr verwirrend, weil er sehr viele, also oft der Name Gottesknecht auftaucht. Und dann ist es die Frage, wer ist damit gemeint? Und im Groben können wir sagen, gibt es im Groben drei Gottesknechte, die man unterscheiden muss im Buch Jesaja. Der erste Gottesknecht ist das Haus Davids. Das ist Israel. Das ist das Königtum Davids. Das ist das Haus, das ist der Knecht, den Gott berufen hat zu einem Dienst. Die sollen nämlich ein königliches Priestertum, die müssen ein Priestertum sollen sie sein, für die Nationen sollen sie sein. Und an dem, wie sie Gott dienen, wie sie vor Gott leben und mit Gott leben, sollen sie ein Zeugnis, ein Licht für die Nationen, für die ganze Welt sein. Und sie sind selber gefallen und bräuchten selber ein Priestertum, bräuchten selber ein Levitentum, das für die eintritt, obwohl sie als ganze Nation ein Priestertum für anderen sein sollten. So, das ist der erste Gottesknecht. Und um den geht es viel, aber nicht ganz so viel wie um den anderen. Der zweite Gottesknecht, um den geht es ganz, ganz wenig, da ist die Rede von Kyros, der, das heißt, den Gott gebraucht hat, um das Volk ziehen zu lassen. Da ist die Verheißung, Jesaja, dass Gott Kyros gebrauchen wird, sie ziehen zu lassen. Und laut Überlieferung ist es so, als Kyros, der König, das gelesen hat, das heißt, als man ihm das vorgelesen und das über ihn in Jesaja steht, dass er das Volk der Juden ziehen lassen wird, hat er sie ziehen lassen. So, das ist, Flavius Josephus hat darüber geschrieben, dass man gesagt hat, Kyros, weißt du, dass ein Prophet, bevor es dich gab, 200 Jahre vorher schon über dich geschrieben haben. Wie? Doch, doch. Und hat er gelesen und ihm vorgelesen, dass er sie ziehen lassen wird. So, von dem ist die Rede, dass Gott spricht, dass dieser Kyros, dass seine Nation ziehen lassen wird. Später in Hagai oder in Esra und in Nehemia finden wir die Parallelen dazu. Und der eigentliche Gottesknecht, das ist der Gottessohn, das ist der Messias. Und das Bild ist folgendes. Der erste Gottesknecht hat versagt. Der erste Gottesknecht hat nicht das gebracht, hatte nicht das leisten können, wozu Gott ihn berufen hat. Er hat es versagt. Und keine Zucht und keine Erneuerung hat das geschafft, ihn wieder auf die richtigen Wege zu bringen. Und Gott verheißt, ich werde ein Neues machen. Nicht ich werde reformieren, nicht ich werde erneuern, nicht ich werde irgendwie reparieren, sondern siehe, Neues schaffe ich. Es wird etwas ganz Neues entstehen. Und es wird einen neuen Knecht geben. Und er wird ein neues Königtum, ein neues Haus, einen neuen David,
Es wird einen neuen Hirten geben. Es wird ein neues Reich geben. Es wird ein neues Haus geben. Und das Neue oder der Neue wird das schaffen, was das Erste nicht geschafft hat. Er wird das Licht zu den Nationen bringen. Das ist die Botschaft im ganz einfachsten zusammengefasst von dem gigantischen Buch Jesaja. Dieser Neue wird das schaffen, was der Alte eben nicht geschafft hat. Er wird dazu bringen, dass die Nationen die Herrlichkeit Gottes sehen. Und wisst ihr, was sie dann machen werden? Sie werden kommen. Sie werden kommen und sagen, dürfen wir auch am Haus bauen? Dürft ihr? Ja, aber wir sind Unheilige. Ja, ich mache euch rein. Ich mache euch heilig. Ja, wie denn? Ich werde all eure Sünden wegnehmen. Ich werde euch reinmachen. Wie? Jesaja 53. Er all die Schuld auf sich nehmen. Dies ist der berühmteste Abschnitt des Jesaja. Das werde ich machen. Ich werde ein Volk zu meinem Volk machen, eine Nation, die mich nicht kannte, die mich nicht suchte. Ich werde sie heiligen, reinigen und sie werden kommen und alle in meinem Haus bauen. Das ist ganz grob Jesaja und somit genau das Gleiche, was Hagai da beschrieben hat. Und das möchte ich mit euch kurz zeigen. Als Erinnerung, Kapitel 2 nochmal, nur ganz kurz, wie gesagt, nur ganz kurz. Dauert es immer lang, gell, die Erinnerung, und dann kommen wir nicht weit vorwärts. Kapitel 2, ich möchte euch an ein paar biblische Begriffe erinnern, die für uns wichtig sind, um dieses Thema zu begreifen. Da ist die Verheißung von diesem Ende, am Ende der Tage wird etwas geschehen. Dieses Ende der Tage hat begonnen mit dem Kommen Jesu Christi. Da ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Darüber werden wir am Sonntag was hören, im Markus-Evangelium. Da ist das Reich Gottes zu uns gekommen. Und am Ende dieser Tage heißt es, ist die Rede von einem Berg, es ist die Rede von einem Haus, es ist die Rede, dass alle Nationen zu diesem Berg und zu diesem Haus kommen werden. Es ist die Rede, dass die Nationen kommen werden, um an diesem Ort, an diesem Berg und in diesem Haus Weisung zu empfangen, Belehrung zu bekommen. Die Nationen werden kommen und sagen, belehrt uns, zeigt uns den Herrn, lehrt uns über die Wege Gottes, zeigt uns, wer dieser Gott ist. Die Nationen werden kommen zu diesem Haus, um Weisung zu empfangen. Viele Nationen werden kommen und für diese Nation wird Recht und Gerechtigkeit gesprochen. Die Gerechtigkeit Gottes werden sie gelehrt. Welche Gerechtigkeit Gottes werden die Nationen lernen? Auf welchem Weg man vor Gott gerechtfertigt wird und wie? Indem sie die Sabbate halten und sich beschneiden lassen und das Gesetz? Nein, die Gerechtigkeit Gottes aber allein aus Glauben. Die Nationen werden kommen und diese gute Nachricht, dieses gute Evangelium lernen, auf welchem Weg Gott Gerechtigkeit aufrichten wird unter den Nationen. Sie werden kommen und werden das lernen. Und darum wird was entstehen? Ein Ort des Friedens. An diesem Haus und an diesem Ort, auf diesem Berg, wird Vergebung sein und wird Frieden geben, weil Frieden geschaffen worden ist. Weil ein für alle Mal das wahrhaftige Lamm geschlachtet worden ist, weil ein für alle Mal das wahrhaftige Blut hineingetragen worden ist und weil für alle Mal alle Sünden gesühnt worden sind. Ein Ort des Friedens. Das ist die Verheißung. Und das ist ein Licht für all die Nationen. Das strahlt in die Welt und das wird hinausgetragen wie eine Lampe und erhellt die Welt. Und das Licht kam in die Finsternis und erhellte diese Finsternis. Erhellte die Augen des Herzens der Nationen und die Seinen, die Kostbarkeiten Gottes auf einmal sehen die Herrlichkeit und verherrlichen und beten ihn an und kommen und lernen und preisen ihn. Er ist das Haus Jakobs, das Haus Gottes ist zum Licht geworden, was es schon länger sein sollte, was aber nicht war. Jetzt ist es zum Licht. Das heißt, in diesem Licht wird die Herrlichkeit Gottes geschaut. Kapitel 2 in groben Zügen. Das sind die Begriffe, die wir uns merken müssen, weil das ist auch Jesaja ist ein Buch und Jesaja wird auch entfaltet und gibt es auch einen roten Faden. Und dieser Gedanke wird nun, der Alte hat versagt, neu entfaltet und der Neue wird es aufrichten. Dieser Gedankegang wird ja fort Schritt für Schritt entfaltet. So, in Kapitel 7. Als Erinnerung nochmal, wann wird das sein? Wann beginnt das Ende der Tage? Wann wird dieses Licht kommen? Und Jesaja gibt uns diese herrliche Verheißung, auf die wir jetzt uns gerade vorbereiten. Das Haus Davids bekommt ein Zeichen. Das alte Haus Davids bekommt ein Zeichen.
Und dieses Zeichen ist, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Wenn eine Jungfrau schwanger wird, dann heucht auf. Jetzt kommt das Licht der Nationen. Wenn diese Frau schwanger ist und einen Jungen gebärt, einen Sohn gebärt, dann beginnt die Zeit, sich zu erfüllen. Dann leben wir am Ende der Tage. Wie lange leben wir schon am Ende der Tage? Seit über 2000 Jahren. Was glaubt ihr, wie weit wir jetzt schon sind auf der Uhr Gottes? Also wenn Sie damals schon sagen, wir leben in der letzten Zeit, wie viel mehr heute? Ich hoffe, das macht euch mehr Mut als Angst. Aber wie macht das Mut? Wenn man ich habe kein Anliegen, Politik zu betreiben und Gesellschaftskritik oder all diese Dinge, das ist nicht meine Aufgabe, aber das, was um uns herum passiert, kann uns echt Angst einjagen. Aber das Gute und das Herrliche, wir haben eine gute Nachricht. Und wir kennen das Ziel. Und wir wissen, worauf das Ganze läuft. Und darum sagt Jesus, erschreckt nicht, diese Dinge müssen passieren, erschreckt nicht. Warum? Weil wir wissen, was uns erwartet. Es sei denn, wir wissen es nicht. Dann kann das uns sehr erschrecken. Ja, wir nicht. Gute Hoffnung, eine lebendige Hoffnung haben wir. Also, und das heißt, dieses Kind wird geboren. Und Kapitel 9 wird uns dieses Kind vorgestellt. Als Erinnerung nur, wir haben es uns angeschaut. Und Kapitel 8 geht es eigentlich schon los. Und ich will noch auf etwas einfach nochmal erinnern und hinweisen. Kapitel 8, 23, schaut mal, was da steht. Doch nicht bleibt das Dunkel über dem, der in der Finsternis bedrängt ist. Das Dunkel bleibt nicht, das ist die gute Nachricht. Das ist die gute Nachricht. Das Dunkel, die Finsternis bleibt nicht. Warum? Licht kommt. Licht kommt. Wie die frühere Zeit dem Land Sebulon und dem Land Naphtali Schmach gebracht hat, so bringt die spätere den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordans und den Kreis der Nationen zu Ehren. Wisst ihr, wie dieses Land hieß? Land Sebulon und Land Naphtali? Galiläa. Das ist Galiläa. Wisst ihr, wie das bezeichnet wird? Als Land der Nationen. Herzliche Einladung, wie gesagt, nochmal am Sonntag. Da werden wir mittendrin sein. Warum Galiläa und was ist da los? Was ist mit diesem Land? Aber so viel will ich festhalten. Es ist ein Land, das symbolisch für Nationen steht. Das ist der äußerste Rand, Jerusalem, Judäa, Galiläa. Dann kommt Samaria und dann die Heiden. Aber Galiläa lag ganz am Rand und das bezeichnet man als ein Land der Nationen. Da waren ein Mischvolk, da waren die Ungebildeten, da waren die Blinden, da war nicht die Elite Jerusalems, da waren nicht die Frommen, da waren die Fischer und die Armen. Wo fängt Jesus an? Land der Nationen. Beginnt der Licht kommt und dann kommt das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. Licht ist ein zentrales Thema. Licht der Nationen kommt jetzt. Zu diesem Land und von diesem Land aus kommt Licht. Und dann lesen wir und die berühmte Verse, ein Kind ist uns geboren, dieses Kind wird jetzt uns geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Dieses Kind von dieser einen Jungfrau ist der Sohn. Und wessen Sohn ist er? Oder wer ist er? Und er wird beschrieben mit diesen herrlichen Verheißungen. Er ist Gott selbst. Ja, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Fürst des Friedens. Er wird Frieden aufrichten. Er wird herrschen. Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids. Er wird den wahren Frieden aufrichten. Den Frieden zwischen Gott und Mensch. Und zwischen Mensch und Mensch. Das vermag, und dass diesen Frieden wird aufrichten. Nicht ein Frieden zwischen Römer und Juden, zwischen Volk und Volk, zwischen Nation und Nation. Nein. Ich habe letztes Mal schon angesprochen, das Bild von Schwert zu Pflugscharen ist ein Bild des Friedens. Und den Frieden, den Jesus gebracht hat, haben die Juden nicht erkannt und haben ihn deswegen verworfen, weil er auf einen anderen Frieden gewartet hat. So, das ist die Verheißung, das Kind kommt, wir wissen schon mehr über dieses Kind und jetzt muss ich schauen, geht mal mit Kapitel 10, Vers 20. An jenem Tag wird es geschehen,
Da wird der Rest Israels und was vom Haus Jakob entkommen ist, sich nicht mehr länger auf den stützen, der es schlägt, sondern es wird sich auf den Herrn, den Heiligen Israel, stützen in Treue. Ein Rest wird umkommen, ein Rest Jakobs, zu dem starken Gott. Und wenn auch dein Volk Israel wie Sand am Meer wäre, nur ein Rest wird gerettet werden. Das ist jetzt, ich lese es bewusst, das heißt, von Israel kommt ein Rest. Nicht alle und nicht jede und nicht ganz, sondern ein Rest wird aus Israel gerettet. Und wenn Gott sich selbst diesen Rest nicht bewahren würde, würde keiner bleiben. Aus Gnade, durch sein souveränes Eingreifen, bewahrt er sich einen Rest. Geht mal in Kapitel 11. Auf welchem Weg? Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais. Wissen wir, wer das ist? Ein Spross aus dem Stumpf Isais. Ja, das Bild ist, da ist ein Baum und der wird abgesägt. Und eine Zeit lang kommt da nichts. Und dieser Baum, das ist die Davidslinie, das ist das Haus Davids. Es hat gesündigt, sich von Gott abgewandt und dann war es das damit, abgesägt. Und aus dieser Linie, von dieser Wurzel aus, auf einmal sprost etwas auf, wo nichts mehr zu hoffen war, wo tot war, nur so ein Stumpf. Auf einmal kommt da ein Spross, so ein Zweig. Und allein das, so ein kleiner Zweig. Wow, was für ein Baum, sagt man nicht, oder? Aber warum freut man sich? Da lebt. Es lebt. Da kommt jetzt was, es lebt. Und da heißt es, und hier ist die Rede von dem Spross, Stumpf Isai. Wer ist Isai? Das ist der Vater von David. Das heißt, aus dieser Linie kommt auf einmal einer und dann heißt es Folgendes, und als ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen und auf ihn wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und der Geist des Verstandes und der Geist des Rates und der Kraft und der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Was wird ihn ausmachen? Was wird auf ihn ruhen, auf diesem? Der Geist Gottes. Auf die einzelnen Beschreibungen des Geistes will ich jetzt nicht eingehen, aber zählt mal, wie oft wird etwas über den Geist gesagt? Wie viele Beschreibungen gibt es über den Geist? 7. Das ist der 7-fache Geist. Darf ich euch kurz nur ein Schmank, also so etwas zeigen? Eine Hand bleibt hier, die andere geht mit mir in die Offenbarung. Offenbarung Kapitel 1, Vers 4. Johannes den 7 Gemeinden, die in Asien sind. Gnade und Friede von dem, der da ist und der war und der kommt. Und von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus. Das ist die Umschreibung des dreieinigen Gott. Und wie wird der Heilige Geist hier bezeichnet? Der 7-fache. Der wird mit 7 Geistern, das ist der 7-fache Geist, der uns vorgestellt wird. Ist der Geist 7-fach? Gibt es 7 von dem? Nein, der Geist Gottes. Aber er wird mit 7 Eigenschaften, Wesenseigenschaften beschrieben in Jesaja 11. Und das heißt, es ist der Ganze, ganzheitlich und in all seinen Wirken, in all seinen Funktionen, in all seinem Wesen wird er uns vorgestellt. Es geht hier um den Heiligen Geist. Und der Geist Gottes, der ihn befähigen wird zu Weisheit und Verstand und Rat und Kraft und Erkenntnis und Furcht. Dass dieser Geist wird auf diesem einen Schößling, auf diesem einen, der entsprissen wird aus dem Stamm David, auf dem wird er ruhen. In der Offenbarung Kapitel 5, wenn ihr ganz kurz da noch hineinschaut, ab Vers 6, und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet, das 7 Hörner und 7 Augen hatte, dies sind die 7 Geister Gottes. Dieses Lamm hat den Geist, beziehungsweise von dem heißt es, er hat die 7 Augen und sagen, was macht man mit den Augen? Man sieht alles. Er sieht alles. Wie sieht er alles? Dann wird uns gesagt, das ist der Geist Gottes. Und schaut mal, was von ihm gesagt wird.
Die sind die sieben Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Wohin? Zu allen Nationen, zu allen Völkern. Gehen wir zurück zu Jesaja. Dieser siebenfache Geist, das heißt, auf ihm wird der Geist Gottes ruhen. Geht mal in Jesaja 11, Vers 9. Ich überspringe jetzt zwei, drei Verse, in denen es wiederum ein Bild des Friedens uns gezeichnet wird. Der Löwe und das Lamm, und der Junge spielt mit der Schlange und tut seine Hand in die Höhle und er wird nicht gestochen und so, also nicht gebissen und so weiter. Wiederum ein Bild des Friedens wird da gezeichnet mit den Pflugscharen, Vers 9. Man wird nichts Böses tun, noch verderblich handeln auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn das Land wird voll der Erkenntnis des Herrn, wie von Wasser und das Meer bedeckt. Und an jenem Tag wird es geschehen, der Wurzelspross Isais, der als Feldzeichen der Völker dasteht, nach ihm werden alle Nationen fragen. An diesem Tag, wo der eine kommt, voll des Geistes, nachdem er wird Frieden geben, er wird einen Frieden aufrichten und dann werden Nationen kommen und nach ihm fragen, werden ihn suchen, werden nach dieser Erkenntnis trachten, wollen wissen, wer ist dieser? Wer ist dieser? Das wird geschehen, wird uns verheißen. Und das Volk, das eigene Volk, die Nationen kommen, die Nationen sehnen sich, die Nationen wollen ihn kennenlernen, wollen Anteil daran haben, aber sein eigenes Volk nicht. Schau mal, wenn ich nur so viel rede, merken wir nicht, wie, wenn wir die Evangelien aufschlagen, wie genau das uns in den Evangelien dargestellt wird. Das, was Jesaja hier verkündet, deswegen ist das der Evangelist. Geht mal mit mir Kapitel 29, ich will euch etwas vorlesen. Das hat mich heute sehr erschreckt, muss ich ehrlich sagen, als ich das las. Und ich habe damit gerungen, ob ich es lesen soll oder nicht. Aber ich dachte, das ist wie eine Last auf meinem Herzen. Und das ist das Wort Gottes. So sage ich nicht das, sondern ich lese es vor. Lest mit mir bitte ab Vers 9. Das zeigt das Volk. Das zeigt den Grund, warum Gott etwas Neues schafft. Warum er das Alte verwirft. Das zeigt den Grund. Das ist sehr ernst. Vers 9. Stutzt und staunt. Das fängt gut an, gell? Stutzt und staunt. Staunt jetzt über das, was ich euch jetzt sagen werde, was jetzt kommt. Seid verblendet und erblindet. Sie sind betrunken, doch nicht von Wein. Sie taumeln, doch nicht von Rauschtrank. Denn der Herr hat einen Geist tiefen Schlafens über euch ausgegossen. Ja, verschlossen hat er eure Augen. Die Propheten und eure Häupter, die Seher hat er verhüllt. Der Herr hat euch verblendet. Warum? Vers 11. Und jedes Gesicht ist für euch geworden wie die Worte einer versiegelten Buchrolle, die man einem gibt, der zu lesen versteht, indem man sagt, lies das doch. Er aber sagt, ich kann nicht, denn es ist versiegelt. Und man gibt eine Buchrolle einem, der nicht lesen kann, indem man sagt, lies es doch. Er aber sagt, ich kann es nicht lesen. Man gibt ihnen etwas zu lesen. Man gibt ihnen die Schrift. Man gibt ihnen das Wort und sagt, lies. Und er sagt, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Es ist versiegelt. Es ist versiegelt. Ich kann es nicht lesen, ich kann es nicht verstehen. Vers 13. Und der Herr hat gesprochen. Weil dieses Volk mit seinem Mund sich naht und mit seinen Lippen mich ehrt, aber sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht von mir nur angelerntes Menschengebot ist. Darum, siehe, ich will weiterhin wunderbar mit diesem Volk handeln, wunderbar und wundersam, das heißt, ich werde große Dinge tun, und die Weisheit seiner Weisen wird verloren gehen und der Verstand seiner Verständigen sich verbergen. Das ist ernst. Das heißt, Gott spricht über sein Volk. Warum
sehen sie nicht mehr? Warum hören sie nicht mehr? Warum können sie nicht lesen und haben keine Erkenntnis darin? Der Grund ist, weil das, was sie tun, ein rein angelerntes Menschenwerk ist. Menschen, von Menschenhand. Menschengebot ist. Wie man Gott naht, was man sagt, was man tut, was man macht. Das ist nicht, weil das Herz bei Gott ist und für Gott ist. So, man tut das, weil man das immer schon so gemacht hat. Das haben wir gelernt. Ich lese noch einmal. Und der Herr hat gesprochen, weil dieses Volk mit seinem Mund sich naht und mit seinen Lippen mich ehrt. Wie kann das geschehen? Man betet. Man singt. Man redet. Man redet von Gott. Man dankt ihm. Aber das macht man nicht, weil das Herz an Gott hängt. Das Herz ist weit weg von Gott. Und ihre Furcht vor mir ist nur angelerntes Menschengebot. Das ist sehr ernst. Darum die Verblendetheit, darum die Verfinsterung. Darum kein Erkennen, darum kein Licht. Darum braucht es Neues. Vers 15, wehe denen, die ihren Plan tief verbergen von dem Herrn und deren Werke in Finsternis geschehen und die sagen, wer sieht uns und wer erkennt uns, o eure Verkehrtheit? Soll denn der Töpfer dem Ton gleich geachtet werden, dass das Werk von seinem Meister sagt, er hat mich nicht gemacht, und ein Gebilde von seinem Bildner sagt, er versteht nichts? Was Jesaja, der Prophet hier sagt, oder Gott durch den Propheten sagt, glaubt ihr, ich kenne euch nicht? Glaubt ihr, ich kenne euer Herzen nicht? Glaubt ihr, ich weiß nicht, was ihr tut und wie ihr es tut und was ihr tut? Ich sehe alles, ich habe euch gemacht. Kapitel 30. Kommt die Mahnung. Wehe den widerspenstigen Söhnen, spricht der Herr, die einen Plan machen, aber nicht von mir aus. Und Bündnisse weihen, aber nicht nach meinem Geist. Um Sünde auf Sünde zu häufen, die sich aufmachen, um nach Ägypten hinabzuziehen, aber meinen Mund haben sie nicht befragt, um unter den Schutz des Pharao zu flüchten und um Zuflucht zu suchen im Schatten Ägyptens. Das heißt, weh denen, die nicht auf mich hoffen, sondern auf Fremde, in dem Fall auf Ägypten. Sie haben nicht mit Gott vertraut, dass er sie beschützt, dass er sie retten kann, sondern sie haben gesagt, Ägypten kann uns retten, Ägypten kann uns schützen. Sie haben nicht mehr an Gott geglaubt, sie haben seine Herrlichkeit nicht mehr gesehen und haben mehr auf die Welt vertraut als auf Gott selbst. Und dann sagt Gott, Vers 8, zu Israel, geh nun hin, schreib es bei ihnen auf eine Tafel und zeichne es ein Buch ein, damit es für einen künftigen Tag bleibe als Zeuge bis in die Ewigkeit. Warum hat Gott gesagt, dass die Propheten die Dinge aufschreiben sollten? Damit halt wir Geschichte Israels kennen. Als Zeuge. Als Zeuge für die zukünftige Zeit, damit sie sehen und lernen und verstehen auf die Wege Gottes. Es ist ein Zeuge, auch für die. Die Zeit kommt und dann sagt Gott, habe ich euch das nicht verkündigt? Vers 9. Denn ein widerspenstiges Volk ist es. Verlogene Söhne, Söhne, die das Gesetz des Herrn nicht hören wollen, die zu den Sehern sagen, seht nicht, und zu den Schauenden, schaut nicht das Richtige. Sagt uns Schmeicheleien, schaut uns Täuschungen, weicht ab von dem Weg, biegt ab vom Pfad, lasst uns in Ruhe mit dem Heiligen Israels. Seht ihr das? Die sagen, schaut nicht das Richtige, schaut das Falsche. Das heißt, genug davon. Paulus spricht und bezieht sich mit Sicherheit auf diese Stelle, wenn er sagt, in den späten Tagen werden sie sich welche aussuchen, die Ohren kitzeln. Das ist genau das, worauf er sich bezieht. Das steht hier. Schaut mal, schaut uns, er formuliert, seht nicht zu den Schauenden, schaut uns nicht das Richtige, sagt uns Schmeicheleien,
schaut uns Täuschungen. Aber jetzt kommt es. Lasst uns in Ruhe mit dem Heiligen Israels. Wer ist das? Das ist mit dem Messias. Das ist die Herrlichkeit Gottes im Angesicht des Christus. Lasst uns in Ruhe damit. Lasst uns in Ruhe damit. Vers 12, darum so spricht der Heilige Israels. Weil ihr dieses Wort verwerft und auf Unterdrückung und Arglist vertraut und euch darauf stützt, darum wird euch diese Schuld wie ein sturzbringender Riss sein, der sich vorschiebt an einer hochtragenden Mauer, deren Zusammenbruch in einem Augenblick plötzlich kommt. Und er wird sie zerbrechen, wie man ihm einen Töpferkrug zerbricht, mitleidlos, zertrümmert und unter dessen Bruchstücken man nicht ein ganzes Tongefäß findet, um damit Feuer vom Herd zu holen oder Wasser aus einer Wassergrube zu schöpfen. Das ist Gericht. Wie ein Riss und der geht und geht weiter und geht weiter, aber dann gibt es einen Tag und dann gibt es einen Knall und dann geht es zu Bruch. Und da kann man damit nichts mehr anfangen, sagt er. Nichts. Vers 5, denn so spricht der Herr, der Heilige Israels, durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet werden. Im Stillsein und im Vertrauen ist eure Stärke. Und ich hoffe, spätestens hier merkt ihr, dass es Hagar ist. Im Stillsein und im Vertrauen auf Gott und nicht auf die Ägypter. Auf seine Stärke und seine Macht und nicht auf die Stärke und auf ihre und geschweige der Nationen oder der Ägyptens oder sonst irgendjemands. Nicht der Politik, nicht der Wirtschaft, nicht der Menschen. Gott. Auf Gott. Das ist der Grund, und da wird immer wieder eingeflochten, warum es das Neue braucht, warum es den Heiligen Israels braucht. Kapitel 42, machen wir einen Riesensprung. Und wenn ich den mache, dann mit einem schmerzenden Herzen, denn die Kapitel vorher habe ich heute nochmal alle durchgelesen und dachte, oh Mann, das ist so ein Auszug aus diesem herrlichen roten Faden. Und da muss man einfach nur so rausnehmen. Wenn ihr Freude habt, lest die Kapitel davor. Und ich hoffe, ihr seht diese Herrlichkeit dieses Evangeliums, die uns da verkündigt wird. In Kapitel 40, ja, ich habe 42 gesagt, ja, aber nur für euch vom Gedankengang. Ihr müsst nicht umblättern. Im Kapitel 40 wird uns der Beginn des Gottesknechts verheißen, und zwar dann, wenn auf einmal eine Stimme in der Wüste ruft, jetzt ist es Zeit. Diese Stimme, die rufende Stimme in der Wüste, wie kennen sie? Das ist Johannes der Täufer. So, Kapitel 40 beginnt mit dem Johannes der Täufer, und das ist der Vorbereiter von diesem einen Gottesknecht. Er ist der den Weg bereitet und sagt, das ist das Licht, das ist der. Darum nehmen alle Evangelisten Bezug auf den Johannes den Täufer, weil er sagt, mit dem, wenn Johannes der Täufer kommt, beginnt die Zeit des öffentlichen Wirkens Jesu Christi. Er wird Zeugnis ablegen als der letzte Prophet des Alten Testaments und sagt, jetzt ist er da und jetzt braucht keine Propheten, jetzt ist der Prophet da. Hört auf ihn, und wer auf ihn nicht hört, wird umkommen. So, und in Kapitel 42 wird er vorgestellt, wer er ist. Vers 1, sieh, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat, ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Und dann finden wir in Kapitel 42, das haben wir ja schon angeschaut, wiederum Geist, wir finden Nationen, er bringt Recht bis zu Enden der Erde, die Gerechtigkeit Gottes, er wird Recht sprechen bis alle Enden der Erde, alle Inseln, das heißt die Nationen werden Weisung empfangen, er wird ihnen einen neuen Bund aufrichten, das ist Vers 6, und er wird ihnen Licht bringen, ebenfalls Vers 6, das wird er bringen, dieser eine Gottesknecht, er wird zu den Nationen, das Volk hat ihn verworfen, und die Nationen werden kommen und er wird ihnen dieses Angebot machen. Sie werden sein Licht sehen, sie werden die Herrlichkeit erfahren, sie werden an diesem Bund Gottes Anteil haben. Und die Folge wird folgend sein, schaut mal Vers 7. Blinde Augen aufzutun und Gefangene aus dem Kerker herauszuführen und aus dem Gefängnis, die in der Finsternis sitzen.
So, das ist nicht buchstäblich gemeint. Das ist die Finsternis und die Kerker und die Gefangenschaft des Teufels und der Sünde. Und er wird kommen und die Nationen da rausholen. Das wird er tun. Und schaut mal, Vers 8. Ich bin Jahwe, das ist mein Name. Und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm den Götterbildern. Das Frühere, siehe es, ist eingetroffen. Und Neues verkündige ich, bevor es aufsprost. Lass ich es hören. Bevor ich etwas tue, lasse ich euch hören, damit ihr seht, dass ich wirklich Gott bin. Damit ihr mir glaubt. Ich habe es euch vorher gesagt. Damit, wenn es eintrifft, ihr sagen könnt, jetzt, das ist vertrauenswürdig, das ist glaubenswürdig. Aber was wird er tun? Neues, bevor es aufsprost. Und was aufsprost? Die Wurzel, der Spross aus dem Stamm Isais, die Wurzel Davids. Bevor es aufsprost, habe ich es euch vorher gesagt, damit, als er dann kommt, wenn er kommt, dass ihr absolut Klarheit habt, was da kommt. Kapitel 43. Und jetzt, das war eine lange Wiederholung, es tut mir leid. Ich glaube, bis dahin waren wir gekommen, gell? Bis Kapitel 42, Kapitel 43. Aber jetzt, Vers 1. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob. Und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Du bist mein. Er wird die Seinen aus den Nationen holen, du bist mein. Wer ist das? Vers 3, denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Retter. Ich gebe Ägypten als Lösegeld für dich, Kusch und Seba an deiner Stelle. Weil du teuer bist in meinen Augen und weil du wertvoll bist und ich dich lieb habe. Ist das nicht Wahnsinn? Ich gebe alles andere preis für dich. Warum? Weil ich dich lieb habe. Nicht Willkür, aus Liebe. Und warum? Weil du in Gottes Augen wertvoll und kostbar bist. Kostbarkeiten aus den Nationen. Weil du mein Kostbarstes bist und weil ich dich lieb habe, werde ich alles andere dahingeben für dich. So gebe ich Menschen hin an deiner Stelle und Völkerschaften anstelle deines Lebens. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Wiederum, ich bin mit dir. Vom Sonnenaufgang her werde ich deinen Nachkommen bringen und vom Sonnenuntergang her werde ich dich sammeln. Merkt ihr? Ich werde sammeln. Von wo? Von Aufgangssonne bis zu ihrem Untergang. Von der ganzen Erde. Vers 6. Ich werde zum Norden sagen, gib her. Und zum Süden, halte nicht zurück. Bringe meine Söhne von fern her und meine Töchter von Ende der Erde. Jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen, den ich gebildet habe, gemacht habe. Gib alle her, alle Enden der Erde, gib sie alle her, denn sie sind mein. Ich habe sie mit Namen berufen, ich habe ihnen einen Namen gegeben, sie sind mein, die sind kostbar, die sind wertvoll, ich liebe sie. Lasst sie los. Und der Teufel sagt, nee, ich will sie auch. Und dann sagt Gott, na gut, bist halt stärker. Nee, gell? Damit er aber sie hinausführen kann, damit er sie rausführen kann und damit sie alle Enden der Erde, alle Nationen sie freilassen können, muss Gott erschüttern. Muss Gott erschüttern. Vers 8. Lass hervortreten das blinde Volk, das doch Augen hat, und die Tauben, die doch Ohren haben. Alle Nationen sind miteinander versammelt und die Völkerschaften sind zusammengekommen. Merkt ihr, wie, und das, wir sind noch, es gibt gleich noch mehr, gleich heute und morgen, nächsten Mittwoch noch mehr. Immer wieder, Gott sammelt, Gott bringt die seinen Kostbarkeiten, die kostbar in seinen Augen sind, die er liebt, den Namen gegeben hat. Und woher kommen sie? Aus allen Nationen. Und er bringt sie zusammen, er bringt sie zusammen. Wohin bringt er sie? An seinen Berg. Wohin bringt er sie? In sein Haus. An den Ort des Friedens.
So genial, Vers 10. Oder lass uns Vers 9 zu Ende lesen. Alle Nationen sind miteinander versammelt und die Völkerschaften sind zusammengekommen. Wer unter ihnen verkündigt dies? Auch frühere sollen sie uns hören lassen. Sie sollen ihre Zeugen stellen, dass sie gerecht sind. Und sie sollen es hören und sagen, es ist wahr. Ihr seid meine Zeugen. Freunde, kommt euch das bekannt vor? Was sagt Jesus? Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8. Und wenn der Geist kommt, werde ich mit der Kraft ausgerüstet werden. Und was werdet ihr sein? Ihr werdet meine Zeugen sein. Bis wohin? Bis das Ende der Erde. Anfangen von Jerusalem. Ja, warum? Ja, weil von Jerusalem Weisung ausgeht. Beginnend von Jerusalem bis ans Ende der Welt geht Licht hinaus. Ihr werdet meine Zeugen sein. Wisst ihr, was Jesus da sagt? In Apostelgeschichte 1, Vers 8 hat Jesaja schon lange vorher gesagt, dass es sein wird. Weil Jesus hat ihm das schon lange gesagt, dass es sein wird. Und er hat es schon vorher gesagt, damit, als er kommt und das sagt, jeder merkt, oh, es erfüllt sich ja das, was er schon vorher gesagt hat. Es ist ja Gott. Ihr sollt meine Zeugen sein, spricht der Herr, und mein Knecht, den ich erwählt habe, damit ihr erkennt und mir glaubt und einseht, dass ich es bin. Von mir wurde kein Gott gebildet und nach mir wird keiner sein. Ich bin der Herr und außer mir gibt es keinen Retter. Ich habe verkündigt und gerettet und hören lassen und kein fremder Gott war unter euch. Und ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr. Ich bin Gott. Ja, auch weiterhin bin ich es. Und da ist niemand, der aus meiner Hand rettet. Ich wirke und wer kann es rückgängig machen? Was für eine Verheißung. Was für eine Herrlichkeit. Vers 18. Denkt nicht an das Frühere und auf das Vergangene achtet nicht. Warum denn nicht? Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es auf, erkennt ihr es nicht? Hängt nicht in den Alten. Bleibt nicht hängen bei den Schatten und Bildern. Jetzt sprost es auf, Neues schaffe ich. Darauf schaut, darauf hofft. Das wiederholt sich in Kapitel 44 genau das Gleiche. Darf ich euch noch Vers 24 vorlesen? Oh Mann, wie gern würde ich noch mehr. Vers 24. Du hast mir nicht... lass uns auf Vers 21. Nein, ab Vers 19 weiter. Das muss man im Stück lesen. Entschuldigung, wirklich. Mache ich nicht mit Absicht. Aber im Stück. Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es auf. Erkennt ihr es nicht? Ja, ich lege durch die Wüste einen Weg. Ströme durch die Einöde. Die Tiere des Pferdes werden mich ehren. Schakale und Strauße, weil ich in der Wüste Wasser gegeben habe. Ströme in der Einöde, um mein Volk zu tränken, mein Auserwähltes. Wer wird ihn ehren, der diesen Weg ebnet? Wilde Tiere in der Wüste. Markus Kapitel 1, Vers 12 bis 13. Und er war bei den wilden Tieren. Wer ist er? Wer ist dieser eine Jesus? Vers 21. Dieses Volk, das ich mir gebildet habe, sie sollen meinen Ruhm erzählen. Nicht mich hast du angerufen, Jakob, dass du dich um mich gemüht hättest, Israel. Du hast mir nicht das Lamm deiner Brandopfer gebracht und mit deinem Schlachtopfer mich nicht geehrt. Ich habe dir nicht mit Opfergaben Arbeit gemacht, noch mit Weihrauch dich ermüdet. Du hast mir nicht für Geld Weizrohr gekauft, noch mit dem Fett deiner Schlachtopfer mich gesättigt. Vielmehr hast du mir Arbeit gemacht, mit deinen Sünden hast du mich ermüdet, mit deinen Sünden. So, du wurdest nicht müde wegen mir. Ich wurde müde wegen dir. Vers 25. Ich bin es, der deine Verbrechen auslöscht. Um meinetwillen und deine Sünden will ich nicht mehr gedenken. Warum? Warum rettet Gott? Weil so viel wir getan haben,
weil Israel so viel geopfert hat, weil Israel das Gesetz gehalten hat, alle Schlachtopfer und alle Brandopfer und alle Opfergaben erfüllt hat bis zum Schluss. Deswegen? Nein, das haben sie nicht getan. Ich rette dich nicht, weil du alles getan hast, was du tun solltest. Ich rette dich aus einem einzigen Grund. Um meinetwillen. Um der Ehre Gottes willen. Das ist mein Trost. Gott rettet mich, weil er zu seinem Wort steht. Weil er zu seinem Wort steht. Weil er gesagt hat, du bist kostbar, du bist wertvoll, ich habe dir einen Namen gegeben, ich habe dich lieb. Das ist der Grund. Und weil er es gesagt hat, steht er zu diesem Wort und darum rettet er dich und mich. Ist das nicht eine gute Nachricht? Das ist die beste, die es gibt. Das ist die beste, die es gibt. Darf ich euch noch eine Sache zeigen und dann, damit nächstes Mal ihr auch ein bisschen weiterkommt, weil das sehr kurz ist. Kapitel 51 noch für heute, Vers 4, nur ein Verschen und dann wollen wir damit gehen. Kapitel 51, 50 ab Vers 4 kommt ein neues Gottesknechtlicht, das heißt, uns wird wieder der Gottesknecht vorgestellt in einer neuen Perspektive. Und dann heißt es, Kapitel 51, Vers 1, hört auf mich. Und dann, was wollen wir hören? Vers 4, merkt auf mich, mein Volk und meine Nation, hört auf mich. Denn Weisung geht von mir aus und mein Recht wurde zum Licht der Völker. Ich möchte euch das bewusst noch mal vorlesen, damit eins klar ist. Oder das Thema ist immer das Gleiche. Gott rettet sich, oder Gott holt ein Volk oder sammelt ein Volk aus allen Nationen. Gott baut ein Haus, er baut aus allen Nationen. Und das ist keine neue Nachricht, neue Botschaft im Neuen Testament. Da haben es halt die Juden vergeigt. Und Gott hat sie verstoßen. Und na gut, dann ist Plan B. Jetzt machen wir eine Gnadenzeit. Wir schieben so einen Plan B hinein. Die Zeit der Nationen, die Zeit der Gnade. Dann kommen halt die Nationen halt dran. Nur weil die Juden es vergeigt haben, dann ist die Zeit vorbei. Und dann kommt halt wieder Plan A, nämlich Israel. Das ist nicht das Zeugnis der Schrift. Das ist nicht das Zeugnis von Jesaja. Das ist schon lange verkündigt worden. Es ist ein Geheimnis. Und warum kann man es nicht sehen? Weil man es liest. Aber man sieht es nicht. Warum? Weil man zwar mit dem Mund redet und Gott bekennt, aber das Herz nicht bei Gott ist, nicht bei dem Herrn. Wenn aber das Herz sich zum Herrn wird, wird der Vorhang weggetan werden. Und darum liest man und sieht nicht und sieht stattdessen Geschichten, Erzählungen, Gesetze. Man erkennt den Herrn, den Heiligen Israels nicht. Aber die Botschaft war schon immer da. Gott hat schon von Anfang an verheißen, in dir werden gesegnet alle Nationen. Abraham, alle Nationen. Und Jesaja redet permanent, alle Nationen, alle Nationen, alle Nationen. Er wird alle Nationen bringen. Er wird zu ihnen hingehen und ihnen das Licht schenken, damit sie Erkenntnis haben und dann wird er sie bringen. Er wird mit ihnen Bund machen, er wird sie heiligen, er wird sie reinigen und er wird sie mit aufbauen zu einem neuen Haus. Es ist keine neue Lehre. Schon lange verkündigt. Verkündigt in der Schrift. Der Evangelist Jesaja hat es schon lange gesagt. Weisung geht von mir aus und mein Recht zum Licht der Völker. Nicht eines Volkes, der Völker. Je mehr wir das sehen, hoffe ich, umso mehr werden wir sehen, welchen Auftrag wir noch in dieser Welt haben. Licht der Nationen zu sein. Ein Haus, wo die Nationen kommen und Weisung empfangen. Weisung, dass sie den Heiligen Israels kennenlernen, dass sie seine Herrlichkeit sehen und wie Gott ihn vorbereitet hat und verheißen hat und es vorher verkündigt hat, damit sie es glauben, damit sie es glauben. Ein Ort des Friedens. Ab nächsten Mittwoch, ich werde mich bemühen, nicht so viel mehr zu wiederholen, gehen wir in die nächsten Kapitel, bis Kapitel 60, Der Höhepunkt ist nun nebenbei, wenn ihr schon neugierig seid, Kapitel 60 und dann bis 66. Aber 60 könnt ihr gerne als
Vorgeschmack mal das lesen und diese Dinge selber erkennen. Ich werde darüber aber in der nächsten Bibelstunde darüber reden. Ein herrliches Kapitel, eine gute Vorbereitung für Weihnachten nebenbei. Das ist ein herrlicher Weihnachtstext. Jesaja 60, ja.